Zähnen, glaube ich. Kiasamen, sieht nicht so schön aus. Wir haben Donnerstag, den 5. Mai. Mein Liechen ist heute ein Jahr alt geworden. Mein Noah ist in seiner ersten Abschlussprüfung. Meine Tochter in der Schule, mein Mann bei der Arbeit. Und ich bin heute etwas wehmütig. Also ich kann mich daran erinnern, dass noch vor kurzem mein Sohn mit seinem Kindergesicht und seinen langen Haaren mit mir abends auf der Couch saß und wir haben Sam und Cat geguckt und er hat gesagt, Mama, machst du mir einen Obstteller? Das ist doch noch gar nicht so lange her. Jetzt ist er in den Abschlussprüfungen. Am Dienstag ist er mit seiner Schule fertig. Das gibt's doch nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das ist jetzt so ein Einschlag, wie wenn die Kinder vom Kindergarten in die Grundschule kommen. So ein Cut plötzlich. So ein Cut und du bist alt. Abgesehen davon war ich ja gestern bei der Frauenärztin. Ich räume mal hier in der Zeit meinen Schreibtisch auf, damit ich hier gleich ein Video drehen kann. Ich bin jetzt in der prämenstruellen Phase. Ich sag, Frau Doktor, ich habe gefühlt, also nicht gefühlt, ich habe, mein Zyklus wird immer kürzer. Ich habe mittlerweile 10 Tage meine Periode. Und dazwischen sind auch oft nur 12 bis 14 Tage, wo einfach nichts, wo ich einfach unversehrt bin. Ich sage, vielleicht habe ich ja auch wieder eine Zyste. Und dann hat die gesagt, nö, sie sind jetzt in dem Alter, sind sie in der prämenstruellen Phase. Habe ich noch gedacht, ja geil. Prämenstruelle Phase, super. Gibt es irgendwie am Ende eine Auslosung oder sowas? Wie beim Vorlesewettbewerb, prämenstruelle Phase. So, und jetzt bin ich in der prämenstruellen Phase. Mein Mann, der Türke, kann das nicht mal aussprechen. Der lacht sich tot und sagt, ist nicht schlimm, ich bleibe trotzdem bei dir. Ja, ich sage, super, musst du ja auch. Wer wischt dir sonst später den Hintern ab? Dann macht er mich darauf aufmerksam, dass er jünger ist. Und ich mache ihn darauf aufmerksam, dass er aber ein Mann ist. Und Männer versterben in der Regel früher als die Frauen, weil sie ja gar nicht alleine lebensfähig sind. Und ich habe gesagt, und außerdem ist der Weg immer der gleiche. Die Männer sterben früher. Die Frauen, die alten Frauen kaufen sich dann Yorkshire Terrier und gehen dann mit ihren kleinen Hunden im Ort spazieren und blühen nochmal so richtig auf. So, habe ich gesagt, du kannst mich gar nicht verlassen, wenn du dir nämlich eine jüngere Frau suchst. Die wird dir später nicht den Hintern abwischen. Und wenn du dir eine gleichaltrige Frau suchst, ist die ja jetzt auch in der prämenstruellen Phase. Und wenn du dir noch eine ältere Frau suchst, musst du dir den Hintern abwischen. Und mein Mann kann ja noch nicht mal Hundekacke auflesen vom Boden. Deswegen geht er mit dem Hund auch nicht spazieren. Also, er kann mich nicht verlassen. Keine Chance. Muss man ja nicht jetzt extra nochmal betonen. Ne? Ist ja lächerlich. Naja, so, also prämenstruelle Phase. Es gibt keine Auslosung am Ende. Und ich muss da jetzt einfach durch, wie alle anderen auch da durch sind. Ich bin jetzt also alt. Ich bin jetzt offiziell bescheinigt alt. Der Junge ist in der Abschlussprüfung, die Frau ist, kommt in die Wechseljahre. Also die Mutter. Ich werde jetzt mal, wie heißt der Bums denn nochmal? Agnus Castus, Knactus, Casus Agnus. Agnus Knack. Agnus Castus. Cardial. Dieses, ja, sag mal. Gedächtnisverlust. Das gehört bestimmt auch mit dazu. Und zwar, ach, Mönchspfeffer hier. Wie heißt das denn? Agnus Knackus. Ich blende es euch mal hier ein. Es hat auf jeden Fall einen Namen. Es ist auf jeden Fall Mönchspfeffer und der kann auch noch mal, es ist was Pflanzliches, der kann auch noch mal den Zyklus regulieren. Ich weiß nicht, ob bei mir noch was zu regulieren ist. Naja, es ist auf jeden Fall jetzt, wie es ist. Ihr könnt das bestimmt, ihr kennt das bestimmt auch. Oder viele von euch, oder zumindest wenn ich mir das Durchschnittsalter meiner Follower hier auf dem Videokanal anschaue, dann gehe ich mal davon aus, die meisten von euch kennen das. So. Und dann ist es ja so, bei der Ü35-Untersuchung beim Hausarzt
Die war ja früher, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einem früheren Vlog, die war ja früher jährlich, dann alle 2 Jahre, jetzt ist es ja nur noch alle 3 Jahre. Ach, ich war immer noch nicht zur Blutabnahme, fällt mir dabei wieder ein. So, das ist jetzt beim Frauenarztabstrich genau das Gleiche, nur noch alle 3 Jahre. Jetzt bietet meine Frauenärztin aber an, man kann das trotzdem jährlich machen, man muss es dann halt nur selber bezahlen. Und da bin ich raus. Da bin ich absolut raus. Das kann doch nicht sein in unserem Gesundheitssystem, dass man mittlerweile für alles bezahlen muss. Für alles. Für alles muss man selber bezahlen. Es gibt ja überhaupt nichts mehr. Nichts. 0,0. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das finde ich echt richtig ätzend. Und ich bezahle das jetzt auch alles nicht extra. Ich meine, es ist meine eigene Gesundheit, ja. Und da ist auch Trotz absolut nicht angebracht, ja auch. Aber ich denke mir einfach, für den Fall, dass ich das Gefühl habe, es ist irgendwas nicht in Ordnung, wie gestern, wo ich dachte, ich habe möglicherweise wieder eine Zyste und deswegen ständig Blutungen, macht die mir ja auch einen Ultraschall und guckt mal nach. Ne? Also die sagt jetzt dann nicht, wir können mal gucken, ob sie irgendwas an eine Gebärmutter haben, müssen sie aber selber bezahlen. Also so ist es ja nun auch nicht. Ne? Dann guckt die ja auch und ist da sehr gewissenhaft und sowas. Die ist halt sehr trocken. Ne? Die macht hier keinen Firlefanz und macht hier, tätschelt mir auch nicht die Hand, wenn ich einen Nervenzusammenbruch habe, weil ich jetzt altere. Aber gut, da muss ich jetzt durch. Macht mein Mann ja irgendwie auch nicht. Mein Liechen hat heute Geburtstag, der ist heute 1 Jahr. Der hat auch schon eine Kalbsfußtorte gekriegt. Ich war nämlich heute Morgen bei unserem hiesigen Metzger. Und der verkauft Kalbsfüße. Gefrorene. Also ich weiß nicht, ob alle Metzger das haben. Das ist halt so ein Metzger, der hat nur alles, also der hat alles außer Schwein. Und da kaufen, der hat so günstige Preise. Ich weiß gar nicht, wo das Fleisch herkommt. Also Biofleisch ist es definitiv nicht. Ob es besonders gut ist, weiß ich auch nicht. Ich wage es, und ich lehne mich da jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber ich wage das einfach zu bezweifeln, dass jemand, der so solche Preise anbietet, besonders hochwertiges Fleisch verkauft. Aber da kommen auf jeden Fall die Leute aus überall her und kaufen da kiloweise das Fleisch. Die kommen mit solchen Riesensäcken, mit bestimmt 100 Kilo Fleisch kommen die da raus. Oder sagen wir mal 50 Kilo Fleisch, was weiß ich, weil die ihre Restaurants damit oder ihre Großfamilien damit versorgen, wie auch immer. Aber ein Riesenberg an Fleisch. Da bin ich ja raus. Ne? Also solche, wenn ich schon sehe, wie jemand solche Mengen Fleisch aus einer Metzgerei trägt, da bin ich schon mal komplett raus. Und es kann sein, dass der super Fleisch anbietet und das einfach aufgrund der hohen Nachfrage so günstig anbieten kann. Ich weiß es nicht. Aber es ist mir nicht geheuer. Ich kaufe deswegen dort kein Fleisch. Aber für den Hund kaufe ich dort Kalbsfüße. Und das ist also mit Huf so ein Oschi gefroren. Und den zersägt er mir einmal längs und dann nochmal in der Hälfte. Habe ich im Karl heute nämlich auch einen mitgebracht. Und ja, und das besteht fast nur aus Knorpel und das bisschen Knochen, was dann da drin ist, das ist ja der Schienbeinknochen wahrscheinlich, der splittert nicht. Den kann er ganz sauber abnagen, dann ist er allerdings wie Stein und dann passiert da weiter nichts, aber es ist egal. Wo ist der überhaupt, der Hund? Ach, der liegt vorm Badezimmer. Ja. Und eigentlich wollte ich ihm das nach dem Tierarztbesuch geben, so als Belohnung, aber der hat dann die Tüte erschnüffelt und hat sich ein zweites Poloch gefreut und da konnte ich nicht widerstehen und habe ihm dann doch schon mit einem Kerzchen seinen Geburtstagskuchen überreicht. Blende ich euch hier gleich mal ein Video und ein Foto. Der darf ja nicht dran, wenn ich ihm den Befehl nicht gebe. Ne? Also das ist ja das Mindeste, was der Hund bei mir lernt. Ja. Meine Papierpakete. Habe ich das erzählt, dass meine Papierpakete ganz gut angekommen sind, ich aber trotzdem noch viel im Vorrat habe? Habe ich das erwähnt? Aber mein Incolor-Paket, das habe ich jetzt euch alles auch nochmal auf meinen Blog gestellt.
Ja, mein Incolor-Paket, das hat bisher noch keiner bestellt. Könnte aber machen. Aber es ist jetzt auch nicht so tragisch, weil ich habe das ja nicht, ich habe mir das ja jetzt nicht auf Lager gelegt. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt große Mengen bestellt habe und mich dann ärgere, wenn es keiner kauft. Es ist ja eher so, dass ich das dann erst bestelle, wenn ihr es bei mir bestellt, ne? Weil ich mir das nicht auf Lager lege. Klar, Steine habe ich immer, Farbkarton habe ich immer, Designerpapier auch. Wobei Designerpapier, da habe ich schon recht viel gebraucht für meine kleinen Schächtelchen. Müssen wir mal die Hände wieder eincremen. Ja, gleich geht es zum Tierarzt. Ich probiere ja jetzt gleich mal einen anderen Tierarzt aus und bin mal gespannt, ob Lee auch bei dem neuen Tierarzt da so freudestrahlend reinmarschiert, wie er das beim alten gemacht hat. Ich meine, der hatte jetzt ja auch noch nicht ernsthaft was gehabt, die paar Impfungen und Fiebermessen im Pöppis. Aber ansonsten, der ist der ja von der anderen Tierärztin auch immer sehr mit Leckerchen belohnt worden. Und die Sprechstundenhilfen, die waren so süß und haben den beschmust und der durfte Küsschen im Gesicht geben und sowas. Ne? Also auch echt süß. Und wundert mich ja immer, dass Tierärzte keine Akne haben bei den vielen bakterienbelegten Zungen, die denen der so ins Gesicht fahren. Aber es ist egal. Ich fand das sehr süß. Und jetzt gehe ich mal zu der neuen und gucke mal, ob Lida auch noch so gerne hingeht. Ne? Ich bin mal sehr gespannt, was wie die Lies Zähne beurteilt. Und zwar wurde dem ja, als der ein Welpe war, diagnostiziert, dass er einen ganz massiven Caninus-Engstand hat. Also die unteren Milcheckzähnchen, die standen so krumm und schief, dass der Tierarzt gedacht hat, also entweder müssten wir da in eine Zahnspange investieren oder aber die Eckzähne ziehen, weil so kann das nicht stehen bleiben. Das würde massive Verletzungen des Gaumens später hervorrufen. Und ich habe das auch gesehen, der hatte zwei Löcher oben im Gaumen, wo die Milchzähnchen sich immer schon reingebohrt haben. Und da ist mir ja schon echt schlecht geworden, weil das ist etwas, das war, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo der Tierarzt das diagnostiziert hat, noch keine Versicherung abgeschlossen. Und alles das, was vor Abschluss der Versicherung schon diagnostiziert wird, übernimmt die Versicherung nicht. Und ich meine, was das kostet, brauchen wir uns nicht ausmalen. Ne? So eine OP, Zähne ziehen, Vollnarkose und Vor- und Nachbehandlung, das hätte ich mir wahrscheinlich nicht leisten können. Und da ging es mir schon echt schlecht. Und der Züchter, dem habe ich absolut auch geglaubt, dass er das nicht wusste, weil als der Tierarzt nach der Geburt die kleinen Welpen untersucht hat, war das noch nicht absehbar. Waren die Zähne durchgebrochen, aber das war nicht absehbar, dass das so schief wachsen wird. Er hat sich auch immer wieder erkundigt nach den Zähnen und so weiter. Naja, ich bin dann ja zum Tierzahnarzt und der hat gesagt, kriegen wir alles mit Massage hin, weil die Kiefernknochen sind völlig in Ordnung, nichts Verkürztes, nichts Verformtes, das ist einfach nur, wie bei meiner Tochter übrigens jetzt auch, der Unterkiefer war zu klein und den musste ich nach außen massieren, also den musste ich massierend weiten. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich meine, dass die Eckzähne perfekt stehen. Aber ich bin gespannt, was die Ärztin sagt. Also es gibt keine Abdrücke oben im Gaumen. Also der Zahn geht ganz sauber vorbei. Und ich bin mal echt gespannt. Ne? So, und morgen ist dann das Auto meines Mannes beim TÜV. Ich muss morgen in der Schulbücherei aushelfen. Und werde dann nachmittags erst meine Bürozeit absolvieren können, weil ich auch kein Auto, also morgen hätte ich eigentlich Bürotag, aber morgen ist das Auto meines Mannes beim TÜV und der muss ja nach Köln, ich muss nach Leverkusen, aber ich bin flexibel in meiner Arbeitszeit, mein Mann hat auch keine Gleitzeit und der kann also auch nicht abends arbeiten, ich kann nachmittags dann anfangen zu arbeiten, das ist kein Problem, da findet auch mein, hat auch mein Chef kein Problem mit. Und werde ich nämlich vormittags in der Bücherei aushelfen, weil die Kinder haben sonst morgen keine Bücherei, weil eine Person fehlt. Tut mir dann ja auch immer leid, die freuen sich immer so. Ne? Und ich finde Bücherei auch echt wichtig. Wir haben eine kleine Bücherecke unten am Supermarkt. Und zwar,
Ihr könnt euch doch daran erinnern, dass hier bei uns im Ort, also quasi die Straße gegenüber, da hatte eine ganz tolle Frau eine Bücherei gehabt, also einen Buchladen gehabt. Und zwar im Fachwerkanbau ihres Privathauses mit Galerie oben. Und ich wollte doch das Ding mieten als meine Bastelwerkstatt, ihr erinnert euch. Und die hat jetzt mit ein paar anderen Frauen eine Bücherecke am hiesigen Supermarkt, dem Penny, auf dem Parkplatz gegründet. Und zwar hat die Stadt eine alte Telefonzelle gespendet und da haben die Regale reingebaut und haben da Bücher rein sortiert, die man sich ausleihen kann in der Telefonzelle. Also es ist so, man kann da reingehen, kann sich ein Buch aussuchen, nimmt das unentgeltlich mit, bringt das dann wieder zurück oder auch eben nicht. Und man kann auch selber Bücher dort abgeben, die werden gesichtet, gestempelt und eben auch dazugestellt und es hängt ein Zettel dran, bitte bringen Sie nur Bücher, die Sie selber abends im Bett lesen würden. Also sprich keine dreckigen, verhunzten Schinken, sondern ordentlich erhaltene Bücher, damit andere Leute sich da auch noch drüber freuen können. Und das finde ich so schön. Und da war ich gestern mal drin und dann habe ich die Perlenzüchterin mir ausgeliehen. Da freue ich mich auch schon drauf, hatte aber bisher noch keine Zeit, das anzufangen. Und finde ich aber eine super tolle Idee. Und ich habe auch so viele Bücher. Also ich habe Bücher, die lese ich mehrmals. Ich habe aber auch einfach Bücher, die waren okay, muss ich aber nicht nochmal lesen. Und die werde ich da auch mal abgeben. Wobei meine Taschen- und Taschenbücher haben keinen besonders guten Zustand, weil ich persönlich liebe es. Ich liebe es, Taschenbücher, wenn die vergriffen sind, so abgegriffen sind, wenn es meine eigenen sind. Das heißt, ich knicke die Seiten so nach hinten und lese so, ne, dass ich eine Seite nach hinten geknickt habe. Oder mache mir auch schon mal statt einem Lesezeichen, knicke ich mir ein Eselsöhrchen rein. Ich liebe das, wenn die Bücher so alt sich anfühlen. Das mag ich nicht, wenn sie ausgeliehen sind. Deswegen würde ich sowas natürlich da auch nie hinstellen. Ich finde die Idee aber so grandios. Finde ich mega toll. Sowas Schönes. Und bevor Bücher weggeschmissen werden, finde ich, ist das eine grandiose Idee. So, ich schließe jetzt aber wirklich den Vlog. Er ist jetzt, glaube ich, schon an der Ultimo-Grenze. Und das heißt, nee, ich mache es anders. Also wenn ich jetzt beim Zuschneiden feststelle, dass die letzten zwei Sequenzen zu lang sind, dann nehme ich diese Sequenz jetzt schon in den neuen Vlog rein. Dann wundert euch nicht. Ich versuche es aber noch mit in die alte Sequenz mit reinzunehmen, weil ich dann die Woche schöner abschließen kann. So, ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Guten Morgen. So. Wir haben den 10. Mai. Wir haben den 10. Mai. Ich habe heute schon einiges geschafft. Ich habe meine Post schon ausgetauscht für meinen Hauptjob. Das heißt, ich war im Büro, habe meine Post geholt, die ich abzuarbeiten habe. Es ist auch nicht so viel. Es ist recht überschaubar, anders als in den letzten Wochen. Aber ich glaube, das ist auch nur die Ruhe vorm Sturm, weil die Arbeit ist ja nicht plötzlich weg, ne? Dann koche ich gerade schon Bolognese-Soße ein. Der Aldi hatte nämlich ganz schönes Bio-Hackfleisch. Ich glaube, da ist mir gerade was vor die Tür geflogen. Der hatte ganz schönes Bio-Hackfleisch im Angebot. Da habe ich direkt mal zugeschlagen. Das war nämlich dann genauso teuer wie das mit der schlechtesten Stallhaltung. Und dann habe ich das direkt mal geholt, ne? Wir essen nicht viel Fleisch, muss ich auch dazu sagen. Aber am Wochenende gibt es bei uns eigentlich Fleisch. Und oder wenn wir grillen. Also wir grillen jetzt, wir sind jetzt nicht die Grillkäse-Griller oder die Auberginen-Griller. Also wenn wir grillen, dann grillen wir schon Fleisch. Also im Sommer essen wir deutlich mehr Fleisch als im Winter. Und ich würde eigentlich ganz gerne auch gutes Biofleisch holen, ne? Aber das ist bei einem Vier-Personen-Haushalt ist das nicht drin. Ne? Wenn ich da 24 Euro pro Kilo für Fleisch zahle, das ist einfach nicht drin. Natürlich könnte man jetzt sagen, dann kauf doch nur einmal im Monat Fleisch und dann hast du halt was Gutes. Ja, das könnte ich machen. Mache ich aber nicht. Es ist was Wahres dran. Man kann
wenn man auf Fleisch weitestgehend verzichtet, kann man das bisschen, was man dann isst, auch vom Biobauern kaufen. Überhaupt gar keine Frage. Wenn das allerdings alle so machen, dann sinkt ja auch wieder die Nachfrage nach dem Fleisch, dann wird es ja wieder noch teurer und dann gibt es auch ganz viele, die dann eben kein Fleisch mehr kaufen können. Ne? Ich mache das ja schon immer so, dass wir einmal im Jahr ein Achtel Rind kaufen vom Biobauern und haben dann die Tiefkühltruhe damit auch voll. Aber man will ja auch mal Hähnchenfleisch haben. Oder irgendwann ist ja auch das Hackfleisch mal aufgebraucht. Ne? Oder ja, bei einem Achtel Rind, wie viel Steak hat man dabei? Ne? Das ist natürlich nicht viel. So. Ja, also meine Bolognese-Soße kocht schon ein. Die koche ich nämlich immer relativ lange ein. Die koche ich immer zu einem Ragout ein. Also 2 Stunden, ja, 1,5 Stunden köchelt die, ne? So ein Kilo Hackfleisch. Und dann schnippel ich da noch so Stangensellerie, Staudensellerie rein, kleine Möhrchen, Zwiebeln. Ich habe den Knoblauch vergessen. Ich komme noch mal wieder. Da bin ich wieder. Knoblauch vergessen in der Bolognese. Das muss ich immer kurz noch reinschnippeln. Also, das köchelt. Dann habe ich schon Wäsche im Keller sortiert, die alte Wäsche abgehangen, die neue Maschine voll gemacht. Ich warte auf die Post. Da ist nämlich ein schöner neuer Nagellack drin. Ich hatte ja letzte Woche Büchereidienst und da hatte meine Büchereikollegin, also in der Grundschule, hatte meine Büchereikollegin, hatte so einen wunderbaren Nagellack. Das ist eine Mischung aus, ich würde mal sagen, das ist so in Swamping-Up-Farben eine Mischung aus Merlot und der alten Farbe Feige. So kann man sich das vorstellen. Eine wunderbare Farbe. Und die habe ich mir bestellt, weil die bei Rossmann und bei DM überall ausverkauft ist. Beziehungsweise viele DM führen die Farbe gar nicht. Die ist von Essie und heißt Angora. Angora. Irgendwas. Und dann was mit C. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr mal googelt auf unter Essie Angora, dann findet ihr die Farbe schon. Und die ist unglaublich schön. Und bei Zalando war die sogar versandkostenfrei im Angebot für ein paar Euro. Also habe ich mir die direkt gekauft. Hätte ich mir besser mal ein paar mehr gekauft. Wenn die wirklich so gefragt ist. Die Farbe. Ja, und dann bin ich mit meiner Buchführung 2022 beschäftigt. Da bin ich auch fast durch. Was ich jetzt noch buchen muss, das sind meine. Das ist also nicht mehr viel. Guckt mal hier. Das sind hier nur noch mal. So einige Unterlagen, die ich nochmal nachbuchen muss. Oder beziehungsweise nicht nachbuchen, sondern das ist jetzt für den April. Und wenn ich die gebucht habe, dafür brauche ich mal noch eine Stunde, würde ich mal sagen. Dann bin ich mit 2022 auf Stand. Und ich muss jetzt endlich anfangen, 2021 die Fehlersuche abzuschließen. Es ist nicht so einfach. Weil ich auf einem Konto. Das ist eigentlich das größte Konto überhaupt. Das ist das Geldtransferkonto. Über das geht jeder Geldtransfer, den man macht. Egal, ob man auf die Kreditkarte Geld überweist, egal, ob man auf PayPal Geld überweist. Es ist das größte Konto. Und da habe ich einen Fehler. Und das ist ein dreistelliger Fehler und den kann ich so nicht stehen lassen, denn das ist nicht richtig, da stimmt irgendwas nicht. Das muss ich also wirklich nochmal ausmerzen, das ist nicht so ganz einfach. Aber gut, es ist wie es ist. Da muss ich mich jetzt endlich mal auch an die Steuer machen, ne? Die wird jetzt langsam echt Zeit. Und ich will ja auch unsere private Steuer, da kriegen wir ja auch Geld raus und das können wir ja auch gut für den Sommerurlaub gebrauchen. Ne? Sommerurlaub ist gebucht, habe ich das erzählt? 3 Wochen Türkei, ich würde ja so gerne mal woanders hin. Ne? Ich würde so gerne mal woanders hin. Ich verstehe aber natürlich, dass wir jedes Jahr unseren kompletten Jahresurlaub auch in der Türkei verbringen. Das wäre auch mein Wunsch, wenn ich noch in der Türkei leben würde. Ihr wisst, ich habe ja früher viele Jahre in der Türkei gelebt und habe meinen Urlaub hier in Deutschland verbracht, bei meinen Eltern. Und es wäre auch natürlich mein großer Wunsch, wenn ich in der Türkei lebte, dass ich jedes Jahr nach Deutschland zu meinen Eltern fahre. Aber trotzdem, ich kann es verstehen, aber trotzdem möchte ich mal woanders hin. Ne? Und mir tut das natürlich in der Seele weh, dass ich meinen kleinen Lee abgeben muss.
Ich schwöre euch, ich gucke den manchmal an, wie der mich so treu anguckt. Und dann denke ich nur, ich bin so gemein und gebe den ab. Und der kann das nicht verstehen, dass der da 3 Wochen abgegeben ist und sein Frauchen ist weg. Und der weiß ja gar nicht, dass ich ihn wiederhole. Das bricht dem bestimmt das Herz. Also wir üben das jetzt schon. Jede Woche gebe ich ihn mittwochs ab. Und hole ihn dann später wieder zurück. Und das klappt auf der Spaziergangsrunde sogar schon richtig gut. Aber sobald er dann da bei der Alex in die Wohnung geht, fängt er an zu weinen. Das tut mir natürlich echt leid, ne? Aber das wird auch so sein, egal wie oft wir das üben, der ist einfach so. Die Kerstin hat ihn letztens, als ich noch hier Team basteln hatte, da hatte sich die Kerstin schon mal früher verabschiedet, hat den Lee mitgenommen zu sich in den Garten, dann konnte der mit Karl schon mal was spielen und ich habe hier mit Katha und Melanie noch kurz gesessen. Der ist bereitwillig mitgegangen, was schon echt eine neue Messlatte gesetzt hat. Aber der hat im Garten dann immer am Türchen gestanden und hat geguckt, wo ich bleibe. So, jetzt habe ich ja eben ganz schnell den Knoblauch gepresst. Ich habe ihn jetzt nicht mehr klein geschnitten, weil jetzt ist ja schon die Bolognese-Soße länger am Köcheln. Ich habe ihn jetzt nur noch reingepresst. Jetzt riechen meine Finger nach Knoblauch und ich mag das ja, ne? Meine Schwiegermutter sagt immer, eine Mutter, deren Hände nicht nach Zwiebeln und Knoblauch riechen, kocht kein frisches Essen für ihre Kinder. Kann man von halten, was man will, aber so ist es. Meine Hände stinken auch immer nach Zwiebeln und Knoblauch. Ich habe jetzt so eine neue Küchenseife, die wäscht den Geruch tatsächlich ab, aber ich mag den so gerne. Möchte ich gar nicht. So, es steht, ich habe eine To-Do-Liste, die ist jenseits von Gut und Böse. Die ist so lang. Ich muss das Video für das Katalog-Goodie zuschneiden, runterladen. Also es ist nicht lang, das dürfte gar nicht so lange dauern. Dann muss ich ja mal den Basteltreff von letztem Mal mit dem Stickrahmen, den muss ich mal abfilmen und auch den Workshop to go daraus vorbereiten. Dann muss ich für meine Online-Besteller für April auch die Goodies vorbereiten. Dann muss ich die Papierpakete endlich mal schnüren. Dann muss ich für Noah einen neuen Hautarzttermin machen. Ich muss die Steuer machen. Ich muss auch noch mit dem Hund raus. Noah ist jetzt heute in seiner letzten Abschlussprüfung, Ingenieurtechnik. Mathe gestern war nicht so gut. Der hat den ersten Teil, er sagt, wenn die ganze Klausur oder wenn die ganze Abschlussklausur nur aus dem ersten Teil bestanden hätte, hätte er eine 1 wahrscheinlich. Aber alles, was danach kam, hat er nur noch geraten. Und er sagt, da brauche ich jetzt Glück, dass ich richtig geraten habe. Die Parallelklasse hat es allerdings noch, also es waren wohl alle geteilter Meinung. Selbst der, mit dem er immer gelernt hat, weil der echt in Mathe richtig gut ist und er auch die Erwartungshaltung hatte, mit einer 1 daraus zu gehen, der hat gesagt, er wäre jetzt nach der Klausur sogar mit einer 4 zufrieden. Aber die Parallelklasse, die hat es wohl noch schlechter getroffen, weil die Klausur hat nämlich ein Lehrer aufgestellt, der nicht der eigene Mathelehrer war, vertretungsweise. Und die hatten wohl Nervenzusammenbrüche gehabt, weil der die Aufgaben anders formuliert hat als der eigentliche Mathelehrer, der mit denen halt den Unterricht gemacht hat, jetzt die 2 Jahre. Und das ist natürlich besonders hart, ne? Da kannst du schon mal die Nerven verlieren. Und wenn die Konzentration dann einmal weg ist, ist sie weg, ne? Ich habe am Freitag habe ich endlich einen Friseurtermin. Ich habe mir überlegt, ich sage dir, alles, was dünn ist, weg, aber dann habe ich keine Haare mehr am Kopf. Also ich will, die müssen kürzer. Die müssen kürzer. Ich habe, das ist jetzt gut. Jetzt habe ich sie seit dem Waschen heute Morgen auch nur noch, jetzt. Ich habe sie heute Morgen nur trocknen lassen und die sind zu lang. Seht ihr? Und dieses Gefussel hier unten, da habe ich habe auch keine Idee für meine Haare. Ich habe einfach keine Idee für meine Haare. Die sind einfach dünn. Die sind dünn. Ich will sie aber lang haben für den Urlaub, weil ich die dann hoch machen kann. Bis da mal hier eben so. Zack. Sieht nicht besonders gut aus, aber sie sind wenigstens raus aus dem Gesicht. Und gerade wenn es irgendwie so warm ist, dann ist das doch besser. Habe ich jetzt Freitagabend einen Termin. Samstag ist unsere Zirkusvorführung, also Laras Zirkusvorführung. Die haben ja dieses Zirkusprojekt diese Woche und meine Tochter macht, glaube ich, Trapez.
nennt man das so? Kunststücke am Seil? Oder muss das, ist Trapez die Stange, die zwischen den Seilen hängt? Ich weiß es gar nicht. Also die macht irgendwas oben am Seil auf jeden Fall. Ach, und Laras beste Freundin ist von der Schaukel gefallen und hat sich ganz kompliziert den Ellbogen gebrochen. Und zwar Elle und Speiche durch. Und das Stück, was abgebrochen ist, ist auch schon durch. Es war auch durchgebrochen. Die musste dann sieben Jahre, ne? Die musste dann am Samstag noch notoperiert werden und Drähte rein. Und die hat wohl so furchtbare Schmerzen. Und das Schmerzmittel, was sie im Krankenhaus gekriegt hat, hat nicht geholfen. Die Mama geht am Zahnfleisch. Das ist aber auch wirklich... Die ist aber gestern noch mal geröntgt worden und die durften dann gestern Abend auch nach Hause. Aber das ist natürlich auch eine Panik, ne? Das ist ja auch eine Panik. Also ich weiß, dass eine andere Freundin von Lara, die hat sich im Kindergarten, ist die mal ins Bällebad gesprungen und ist da umgeknickt und hat sich das Schienbein gebrochen. Und die hat lange Zeit, auch nachdem der Gips schon ab war, sich nicht getraut aufzutreten. Das ist halt ein Trauma im Kopf, dass wenn das einmal da ist, das ist hart, das wieder rauszubringen. Ne? Ich kratze hier gerade mal mit dem Fingernagel den Kleber ab. So, ich mache mich jetzt mal an meine viel zu lange To-Do-Liste, fange jetzt mit der Steuer an, weil jetzt bin ich noch hochkonzentriert. Und ganz ehrlich, mir macht die halt auch echt ein bisschen Spaß. Ne? Aber diese Fehlersuche hinterher, das passiert mir dieses Jahr nicht mehr. Ich gucke direkt meine Konten durch. Ob ich Monat für Monat, ob die so richtig sind oder ob es da irgendwelche Fehler gibt. Nochmal, so mache ich das nicht. So ein Aufwand, ne? So, ihr Lieben. Bis später. So, habe ich ganz vergessen zu sagen. Die Einblendung vorher hat natürlich nicht mehr in den letzten Vlog gepasst. Ihr habt es gesehen, der Vlog war schon 58 Minuten lang. Und ich muss euch sagen, mir gefällt das auch mit dem Vlog irgendwie nicht, dass da kein Voreinspieler drin ist. Ne? Mir hat das früher besser gefallen, als da so ein bisschen Musik eingeplätschert ist und sowas. Aber das Problem ist, wenn der Vlog zu lang ist, kriege ich da keine Musik mehr rein. Dann überträgt er das nicht. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Aber ich will an den Vlogs auf jeden Fall was verändern. Irgendwie direkt mit mir zu starten als erste Sequenz finde ich nicht so schön. Ich muss mal gucken. Muss mal gucken. Aber wie ich es früher hatte, war es zu lang. Mal sehen, vielleicht fällt mir was ein. Also tschüss. Guten Tag, ihr Lieben. Wir haben heute Mittwoch, den 11. Mai. Und bin zwar luftig angezogen, aber dadurch, dass das hier oben zu ist, ist mir das eigentlich ein bisschen zu warm heute. Ich war heute im Büro, da muss es mal auch ein bisschen schicker sein. Da kann man nicht immer mit der dreckigen Hundejeans rumlaufen, da muss man auch mal was Vernünftiges anziehen. Habe ich gesagt, dass ich am Freitag endlich zum Friseur gehe? Ich bin hier, ich bin eben aus dem Büro gekommen. Mein Sohn macht gerade, Gott sei Dank, die Mittagsrunde. Wir haben nämlich unseren Rhythmus geändert. Er macht die Mittagsrunden, jetzt ist er ja auch zu Hause und ich mache dafür die größere Abendrunde. Also mittags geht es nur bei uns in den kühlen Wald für eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Und dann abends gehe ich dann mit ihm runter an die Dünen oder ans Eifgen, an den Bach und da kann er ein bisschen schwimmen und sich nochmal austoben. Da sind auch viele Hunde unterwegs. Das stresst mich immer ein bisschen, weil mein Hund ja nicht hört, wenn er vermeintliche Spielkameraden sieht. Und der hat ja angefangen, an der Leine zu pöbeln. Und ich vermute einfach mal, dass es Frust ist, dass er zu dem Hund nicht hin darf. Also das vermute ich mal, dass das hinter der Pöbelei steckt. Denn ich habe bisher noch keinen Hund gesehen, mit dem Lee sich ohne Leine nicht versteht. Der versteht sich mit allem. Der unterwirft sich auch, wenn es notwendig ist. Doch einen, den mag er überhaupt nicht. Aber der hat ihn mal ganz böse angegriffen, als er noch klein war. Das hat er scheinbar nicht vergessen. Aber ansonsten gibt es also keinen, mit dem der nicht klarkommt. Und deswegen denke ich schon, dass diese Leinenpöbelei eine Frust ist. Ne? Da weiß ich ehrlich gesagt nicht mit umzugehen. Müsste ich mal den Hundetrainer fragen. Ich muss mir mal gerade ein bisschen Öl auf die Nägel machen. Achso, mein Nagellack ist übrigens angekommen. Hier, das ist die Farbe. Das ist dieses Angora. Tück, tück, tück. Hier ist sie. Sieht ein bisschen heller aus, als sie tatsächlich ist. Ne? Und zwar heißt es Das heißt Angora Cardi. Angora Cardi habe ich auch auf den Fußnägeln. Sieht super schön aus.
Und ich habe da jetzt allerdings auch 4 Schichten drauf. Ne? Ich habe jetzt eine Schicht Unterlack, 2 Schichten Farbe, eine Schicht Überlack, damit es einfach mal auch ein bisschen länger hält. Ne? Und meine Nägel, die sind halt, ja, ich hatte 2-3 Mal Shell-Lack drauf gemacht und das hat meine Nägel schon echt kaputt gemacht. Ich hatte da ganz viele Luftlöcher in der Nagelplatte. Wisst ihr, wenn die Nagelplatten, also hier die Nagelplatte hier, weiße Flecken bekommt, da hat man früher mal gesagt, das ist Magnesium- oder Kalziummangel. Dem ist gar nicht so. Es kann auch einfach sein, dass es Lufteinschlüsse sind. Das heißt, dass man da einen Stoß auf den Nagel bekommen hat oder der Nagelschaden genommen hat, dass da ein Lichteinfall stattgefunden hat und dann bekommt man diese weißen Flecken. Das ist dann einfach eine Lichtempfindlichkeit und das merkt man daran, dass es einfach rauswächst. Ein Mangel ist ja darunter im Nagelbett und der würde nicht so einfach rauswachsen. So, jetzt machen wir, pflegen wir mal hier ein bisschen wieder die Nägel. Die Sammelbestellung muss ich jetzt auseinanderklamüsern. Ich habe meine Steuer 2022 gestern komplett geschafft. Bin auch schon auf Fehlersuche gegangen, was sich natürlich echt einfach gestaltet hat, weil es eben nur 4 Monate waren. Aber ich habe trotzdem 3 Stunden dran gesessen. Also man soll es nicht meinen, ne? Heute ist meine Tochter bei ihrer Freundin, das heißt, die hole ich heute Abend ab, mache danach aber noch die Hunderunde. Muss mein Sohn nachher mal nach Leverkusen bringen, der will mit seinen Jungs an den See und von da direkt zum Fußballtraining. Ist ein bisschen Fahrerei heute. Ich war nämlich eigentlich schon heute in Leverkusen, weil ich im Büro war. Wir können mal, ich kann euch mal zeigen, was ich bestellt habe bei Stampin' Up. Moment, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Moment, ich muss mal hier die, ich weiß auch nicht, irgendwie schaffe ich es hier nicht mal. Also ich habe ja hier eigentlich wirklich Ordnung auf meinem Basteltisch. Aber wenn ich manchmal was gebastelt habe und muss dann schnell weg, das macht mich eigentlich schon nervös, weil ich dann keine Chance mehr habe, meinen Tisch aufzuräumen. Und wenn ich dann am nächsten Morgen hierher komme und es ist nicht aufgeräumt, das macht mich schon echt irre. Ansonsten alle unsere Gemeinschaftsschubladen in der Küche, im Badezimmer, hatte ich euch ja mal gezeigt, habe ich übrigens immer noch nicht aufgeräumt. Die sehen aus wie Hulle, weil da einfach nur, da nimmt der eine, nimmt sich ein Deo, Schublade auf, schmeißt es von oben wieder rein. Der andere nimmt sich eine Creme, schmeißt es wieder rein. Also bei uns ist es in den Schubladen, in den Gemeinschaftsschubladen, ist es eine Katastrophe. Und die räume ich eigentlich auch immer nur dann auf, wenn die Schwiegermutter kommt. Wenn die Schwiegermutter sagt, ich komme nächste Woche und bleibe 3 Wochen, dann titsche ich vorher komplett im Dreieck und räume alle Schränke und Schubladen auf. Das mache ich aus einer absolut inneren, pass auf, wenn wir in der Türkei sind, dann denke ich mir immer bei deren Schubladen, was hat die Frau für unaufgeräumte Schubladen? Im Gegensatz zu meinen sind die aber eigentlich aufgeräumt. Aber jeder hat ja auch so Cross-Schubladen. Und genau da muss ich manchmal dran. Und dann denke ich mir, was hat die unaufgeräumte Schubladen? Und dann denke ich mir natürlich, das denkt die bestimmt auch über meine Schubladen. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, weil wir da noch nie drüber gesprochen haben, über das Schubladenproblem. Aber könnten wir vielleicht mal machen. Aber damit die das, weil ich dann denke, sie denkt das vielleicht auch. Oder das ist dann meine Retourkutsche, weil ich so böse denke. Räume ich dann immer vorher die Schubladen auf. Aber jetzt war die schon 2 Jahre nicht mehr da und jetzt habe ich auch, glaube ich, 2 Jahre nicht mehr die Schubladen aufgeräumt. Komm, wir machen mal ein was ich bestellt habe. Moment, ich mache mal so. Wenn ich jetzt dran denke, kippe ich jetzt dieses Video einmal auf die andere Seite. Muss ich das aber neu starten, weil ich diese Sequenz dann umdrehen kann. Und zwar hatte ich einmal das Designerpapier Vintage Blüten. Ihr wisst ja, das war ja mein absolutes Favoritenset. Und guckt mal, das finde ich ja sowas von toll. Und zwar alles Vorder- und Rückseiten. Jetzt hat man es gar nicht richtig gesehen. Vorder- und Rückseiten finde ich so mega. Das ist so schön, das ist so schön, das ist so schön. Das gefällt mir noch schöner als aus der Serie Ganz mein Geschmack oder Geschmackvoll gestaltet oder wie es damals hieß. Dann weiß ich nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ihr stoßt im Katalog immer mal auf so Gastgeberinnen-Sets. Und die finden sich aber auch noch mal ganz hier hinten auf der Seite 179. Diese Stempelsets und dieses
ganze Paket Designerpapier. Könnt ihr euch von euren Shopping-Vorteilen aussuchen. Was sind Shopping-Vorteile? Ihr seht hier eine Tabelle. Da steht 200 Euro Partyumsatz, 10%. Ihr müsst dafür keine Party machen. Immer wenn ihr einen Umsatz erreicht von mindestens 200 Euro, könnt ihr euch für 10% des Gesamtbestellwertes etwas an Gratisprodukt mit in den Warenkorb legen. Das ist egal, ob ihr online bestellt oder ob ihr bei meiner Sammelbestellung mitmacht. Ab 200 Euro bekommt ihr Gratisware. Und falls ihr diese Gratisware vergessen habt und ihr habt aber bei meiner Sammelbestellung mitgemacht, dann erinnere ich euch per E-Mail daran. Und wenn ihr im Online-Shop bestellt, erinnert euch das System daran. Also ihr könnt die gar nicht verpassen. Das heißt, ihr könnt euch für die 10% entweder irgendwas aus dem Katalog aussuchen oder ihr greift auf diese Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, im Katalog zurück. Die kann man nämlich nicht kaufen. Man kann die nur für seine Shopping-Vorteile einlösen und der Wert steht extra nochmal dabei. Also ich glaube, das Designerpapier, wenn ich mich recht erinnere, hat einen Wert von 22 Euro. Ja, genau. Und das sind 12 Blatt. 12 Blatt? Hat doch keine 12 Blatt. Das sind doch keine 12 Blatt. Das sind hier ungefähr. Moment, das ist aber hier ein Fehler. Das sind keine 12 Blatt, sondern das sind 48 Blatt. 48 Blatt. Immer 6 Blatt pro Muster. Guck mal, schöne Sachen. Auch hier dieses mit den Karos, also mit diesen, na, wisst ihr hier, dieses da, das ist ja hier, das, also das hier. Das hier, das. So, ne, also mega toll. Und ihr dürft nicht vergessen, ihr kriegt das gratis dazu. Könnt ihr euch das aussuchen. Das ist so mega, was man da alles draus machen kann. Ich hätte da gerne meine Graupappe-Box beim Teamtreffen mit bezogen, aber da habe ich leider... war das Paket noch nicht da, genau. So, das hatte ich bestellt. Dann hatte ich bestellt auch aus diesen Gratis-Sets hinten aus dem Katalog. Dieses Süße mit den Sesseln, das gefällt mir total gut. Schöne Sprüche, lehn dich ruhig mal zurück. Halli, hallo, du fehlst hier, mit dir fühle ich mich wohl. Zum Ruhestand und kleines Finanzpolster. Kleines Finanzpolster finde ich halt auch schön für so Geldgeschenke, ne? Und ich mag hier den Fifi auf dem Sofa. Mein Hund darf ja nicht aufs Sofa. Dann ist das hier, sind das hier die Landhausrosen. Das ist aus den Vintage-Rosen, also das Stempelset. Mit den Sprüchen Liebe Wünsche, in Freundschaft, herzlichen Dank. Du bist in jeder Hinsicht wunderbar. Gute Besserung und alles Liebe. Und zu eurem großen Tag. Zu eurem großen Tag hatte ich beim letzten Mal erwähnt, werde ich meine Scheidungskarte machen. Und dann habe ich jetzt hier noch die Landhausstanzen, Landhausrosen, Landhausblumenstanzen, also passend zu dem Set hier. Habe ich mich aber noch nicht reingefuchst. Ich glaube, hier sind mehr Stanzen als Stempelabdrücke, aber ich muss mich da mal reinfuchsen. Ich bin da noch nicht so weit. Ich will mir die auch auf Magnetplatten ziehen. So, das ist das, was ich bei der Sammelbestellung für meine Kunden mitbestellt habe. So, und jetzt kommt der Clou. Ich biete hier groß die Incolor-Pakete an und vergesse Incolor-Farbkarton mit zu bestellen. Habe ich gedacht, so eine Kacke. 7,95 Versand geht natürlich auch nicht spurlos an mir vorbei. Habe ich mich schon sehr geärgert, ne? Und ich war eigentlich so stolz, dass ich wirklich nur dieses eine Produktpaket mitbestellt habe. Eigentlich aber auch geschuldet der Tatsache, dass mein Bestellzettel im Schlafzimmer lag und ich habe meine Bestellung hier im Büro aufgegeben und war zu faul, zum Schlafzimmer zu gehen, um auf meinen Einkaufszettel zu gucken, also meine Wunschliste zu gucken. Und deswegen ist es auch nur bei dem einen Set geblieben und deswegen habe ich auch meine Farbkartons vergessen. So, Faulheit bestraft das Leben. Achso, hier ist noch das tolle Band übrigens dabei. Schneide ich euch mal kurz an. Lässt sich toll bestempeln. Habt ihr ja vielleicht als Beispiel auch im Katalog gesehen. Ne? Oh, ist schön. Oh, ist schön. Schön griffig. Kann man auch tolle Schleifen mitmachen. Fühle ich schon. Sehr schön. Ja, also das war auf jeden Fall saudämlich. Und da musste ich nochmal nachordern. Und das packen wir jetzt zusammen aus.
Das ist auch nicht, es ist auch nicht sehr groß. Ne? Es ist auch keine Sammelbestellung dabei. Meine Sammelbestellung, die hatte ich ja davor schon aufgegeben. Das ist jetzt nur das, was ich mitbestellt habe. Weil es ist dann natürlich doch nicht bei den Farbkartons geblieben. So. Das finde ich doof. Da müsste sich Stamping Up echt was anderes einfallen lassen. Anstelle hier dieser, man kann es recyceln, aber es ist halt trotzdem Plastikmüll. Ne? Also man kann es in den gelben Sack, aber man kann es in den gelben Sack schmeißen, man kann es auch weiterverwenden. Aber ich habe lieber dieses Füllmaterial aus Papier. Ich finde diese Kisten hier, finde ich sau doof. Vor allem habe ich auch oft hier solche, solche Milchkartons hier. Und da passen, nützen mir die Kissen natürlich nichts. Ne? So, also diese zwei Farbkartons gab es nicht im Vorverkauf. Ja, gab es nicht im Vorverkauf. Das war nämlich hier einmal Nachtblau und einmal Sommersorbet. Und ich habe auch nochmal für euch das Designerpapier mitbestellt, damit ich tüchtig Incolor-Pakete für euch packen kann. Was ich mir ansonsten mitbestellt habe, das ist dieser Stempel hier. Den finde ich saugut. Für einfache Dankeskarte, teilweise koloriert, hat mir im Katalog das Beispiel sehr gut gefallen, werde ich auf jeden Fall nachmachen. Inspiriert hat mich dann mein Teamie Melanie, weil wir mit dem Set beim letzten Mal, beim letzten Teammeeting gebastelt haben. Und ja, ich liebäugel ja schon seit dem letzten Katalog damit, aber die Sprüche sind halt einfach auch echt süß. Ne? Du bist wie Schokolade zum Beispiel. Heute geht es nur mit Kaffee, nichts geht über Kekse, Plan für heute genießen und super sein. Heute geht es nur mit Schokolade und ich bin ziemlich sicher, morgen auch. Ein Tag ohne Cocktails und so weiter. Also man kann das hier beliebig zusammensetzen, ne? Das sind durchsichtige Stempel. Ja, Akku ist gleich leer. Musste jetzt einfach mal mit. Was habe ich noch bestellt? Schaumstoffbögen, die habe ich immer ganz gerne. Die sind zum Stanzen, wisst ihr, dass man so Stanzteile schon direkt mit einem passenden Dimensional hat. Dann habe ich mir bestellt, und da will ich nämlich auch die Goodies mitmachen für die Sammelbestellungen. Ihr wisst ja, meine Sammelbesteller bekommen immer ein kleines Goodie oder auch eine Karte. Nee, eine Karte kriegen eigentlich alle. Nee, stimmt auch nicht. Ruhig atmen, Kaffee trinken. Also, bei mir darf jeder an der Sammelbestellung teilnehmen, egal wie groß die ist. Es kann man kann auch bei mir, Moment, hat mein Sohn angerufen, der mitbekommen hat, dass ich eben gesaugt und gewischt habe unten, und der sagt, der Lee war noch nie so dreckig. Was wollte ich sagen? Also, bei mir kann jeder bei einer Sammelbestellung mitmachen, egal wie hoch der Wert ist. Sei es auch nur ein Stamping Blend oder... Das ist egal. Also mir ist es echt egal. Ich habe da keinen Mindestbestellwert. Und wenn ich euch das zuschicken muss, dann berechne ich euch auch nur das, was es kostet. Ein Stamping Blend zu verschicken ist natürlich nicht so teuer wie 6 Pakete Designerpapier, ist völlig klar. Und nach diesem Wert richtet sich auch so ein bisschen das Goodie, was ich euch beilege. Wenn das jetzt einen ganz geringen Wert hat, dann kommt eine Karte. Packe ich eine selbstgebastelte Karte mit dabei. Also ein Dankeschön gibt es immer. Und wenn es jetzt so einen Mittelwert hat, dann gibt es immer was Gebasteltes. Und wenn es jetzt einen höheren Wert hat, dann gibt es auch ein Produkt von Stamping Up als Dankeschön dazu. Ne? Und hier sind diese hübschen kleinen Versandtaschen. Und mir war nicht klar, wie klein die tatsächlich sind. Ne? Also meine Hand ist jetzt ziemlich groß. Die lege ich jetzt hier mal so daneben. Ne? Also es ist wirklich nicht groß. Diese Versandtaschen, ich will die mal ausprobieren und ich habe auch schon eine Idee, was ich da reinpacke. Ich habe nämlich eine neue Edition von Merci gesehen, eine Sommer-Edition. Und da will ich da ein paar als Dankeschön reinpacken, finde ich ganz süß. Mal gucken, bin ich froh, dass ich die jetzt habe.
Dann habe ich für Kindergeburtstage oder Geburtstagseinladungen auch wieder diese fabelhaften Wesen. Die sind mir direkt ins Auge gesprungen, als ich die gekauft hatte. Einladung zur Party. Du bist fabelhaft, deine Träume verleihen dir Flügel und wünsche dir einen märchenhaften Geburtstag. Finde ich sehr süß. Kann meine Tochter dann kolorieren. Und dann habe ich mir noch die facettierten matten Schmucksteine dazu geholt und ein Set. Ich wollte mir eigentlich zwei Sets holen. Ich wollte mir eigentlich holen Ewig liebevoll und habe mir jetzt aber tatsächlich stattdessen geholt hier die fantasievollen Texturen auf Seite 98, weil die Ewig liebevoll, da ist die... ist das Stempelset gerade nicht lieferbar. Und hier ist so ein schönes Spezialpapier. Was ist das denn? Antique Gold. Ich packe das ja immer in LP-Hüllen. Ne? Auch da ist nur, ist da echt nur ein Bogen bei. Ernsthaft jetzt? Ach nee, es sind zwei. Ach, das ist, ich habe gedacht, das wäre so dick wie Folie. Es ist so dick wie normales Designerpapier. Nichts auf der Rückseite, aber sehr schick. Sehr schick als Kartenunterlage, finde ich das super. Und das Designerpapier hat mir im Katalog, zumindest das, was ich sehen kann, hat mir im Katalog ziemlich gut gefallen. Ich mache das ja immer so, dass ich mir das hier hinten immer ausschneide oder neu etikettiere, weil, und das mir auf die LP-Hüllen drauf schreibe, weil ich das ansonsten auch nicht mehr in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn der Katalog rausgeht, kann ich das auch nicht mehr in meiner LP-Hülle sehen, was es überhaupt für ein Set gewesen ist. Ich erinnere mich dann auch nicht. Ne? Schaut mal, wie schick. Also das ist richtig super gut. Super gut. Also es sind alle Jahreszeiten dabei. Ne? Es sind hier Kirschblüten oder was, ihr wisst ja, ich bin ja botanisch, bin ich ja ein Wrack. Es ist Sommer, nehme ich an, sind die Muscheln. Was haben wir denn für einen Herbst? Also hier sind die Schneeflocken. Hier sieht man es besser. Schneeflocken für den Winter. Ach, hier und die Ahornblätter. Sind wahrscheinlich gar keine Ahornblätter, aber ihr wisst ja, also im ne, botanischen Wrack war ja nicht übertrieben. Und dann ist da noch dabei... fantasievolle Jahreszeiten und die passenden Stanzformen dazu. Mehr habe ich nicht bestellt. Also Ewig liebevoll kaufe ich mir noch und bestimmt auch noch das ein oder andere Set. Mehr Papier gefällt mir eigentlich nicht. Das ist schon sehr, ist sehr üppig. Ne? Mehr Papier gefällt mir eigentlich nicht und das Schwarz-Weiße, was dann im Katalog noch drin war, was zu keinem richtigen Set gehört. Ich glaube, ich hatte ich euch doch beim letzten Mal schon gezeigt. Ne? Ich weiß es jetzt aber gar nicht. Sonst zeige ich es euch noch mal ganz kurz. Das war es nicht. Das hier war es. Das habe ich für mein Graupappe-Projekt schon benutzt. Das ist das Designerpapier elegant gezeichnet. Also auch schwarz-weiß. Ne? Hatten wir schon etliches von gehabt. Aber das gefiel mir jetzt hier auch ganz gut. Und von den anderen Papieren, Sonnendruck und sowas, das ist nicht meins. Also nur blau ist nicht meins. So quietschebunt mit den Blumen. Das ist so wie ähnlich wie bei den Jahreszeiten. Ne? Das war auch so bunt, das ist mir nichts. Und dann gab es Schmetterlinge. Ich stehe auch überhaupt nicht auf Schmetterlinge. Also da bin ich raus. Aber es ist nicht schlimm. Ich werde jetzt hier mal meine Etiketten drucken für meine LP-Hüllen und dann werde ich mal meinen Sohn wegbringen, den Hund abtrocknen, nochmal kurz Pipi machen und dann fange ich mal an, hier klar Schiff zu machen, vielleicht mal mein Video zuzuschneiden und ein bisschen was vorzubasteln. Macht's gut. Tschüss. Oh, so, es ist Freitag. Ich kann nicht sagen endlich, weil die Wochenenden sind für mich manchmal anstrengender als die Wochentage. Aber es ist Freitag und ich bin mit meiner Energie auch wirklich am Ende. Wir haben heute den Freitag, den 13. Es ist noch eigentlich noch nichts schiefgegangen. Toi, toi, toi. Obwohl ich eigentlich abergläubisch bin. Ne? Hab mir eben nochmal einen Kaffee gekocht. Der ist aber inzwischen kalt. Ich habe gerade im Keller den Trockner laufen, den Keller vollhängen und wieder eine Wäschemaschine laufen. Und zwar...
kann ich ja im Moment meine große Wäschespinne im Garten nicht behängen, weil keiner darf den späteren Rasen betreten. Es ist immer noch alles Erde. Ich habe auch noch kein Helmchen gesehen. Allerdings haben auch die Vögel schon viel weggepickt. Ich weiß es nicht, ob das noch irgendwie, ob da überhaupt noch was übrig ist. Naja, wir werden es auf jeden Fall mal, ich denke mal so in 1-2 Wochen werden wir es sehen. Und da habe ich jetzt auch einen Zaun vorgemacht, damit der Hund wenigstens auf die Terrasse kann. So, das heißt, ich habe jetzt auf der Terrasse nur so ein ganz kleines Wäscheständerchen stehen. Wisst ihr, diese ausklappbaren Dinger, da passt ja nur eine Maschine Wäsche drauf. Und so Bettwäsche, Handtücher gar nicht. Also die muss ich halt jetzt im Moment in den Trockner tun. Normalerweise hänge ich die bei solchen Temperaturen natürlich lieber raus. Und dauert ja auch nur einen Tag in der Sonne. Und es gibt ja nichts Schöneres als frisch gewaschene Wäsche, die draußen getrocknet wurde. Ich habe auf jeden Fall zuletzt Waschpulver. Ich benutze ja Waschpulver, kein Flüssigwaschmittel. Und dazu Weichspüler. Ist für die Waschmaschine und auch für die Umwelt, egal ob man jetzt Flüssigwaschmittel ohne Weichspüler oder Pulver mit Weichspüler benutzt, ist wahrscheinlich beides das Gleiche. Und dann hatte ich mein Persil, ich habe immer Persil benutzt und das gab es dann aber nicht im Angebot und diese großen Kartons sind mir zu teuer zum normalen Preis. Und dann habe ich mir mal Omo gekauft für weiße Wäsche, das gab es nicht mal beim Penny im Angebot und von Rossmann so ein kleines Beutelchen Eigenmarke für bunt. Und unsere Wäsche roch einfach nie gut. Dunkle Wäsche sowieso nicht. Und helle Wäsche auch nicht so super. Und die Fußballtrikots von Noah, die musste ich sogar 2- und 3-mal waschen, weil der Schweißgeruch aus den Achseln überhaupt nicht rausging. Also das war schon ziemlich ätzend. Ne? Und dann habe ich mir neulich, weil es im Rossmann im Angebot war, habe ich mir Flüssigwaschmittel von Persil gekauft und zwar einmal für weiße Wäsche und einmal für bunte Wäsche. Das war eine Empfehlung von meiner Kerstin. Allerdings wäscht die alles mit Buntwaschmittel. Die hat allerdings auch kaum weiß. Und ich benutze für weiße Wäsche immer Weißwaschmittel, weil da ein bisschen Bleiche drin ist. Und dann vergilben die weißen Shirts nicht so. Ich bin da sehr pfleglich mit meinen Klamotten, weil ich mir einfach auch nicht so oft Klamotten kaufe. Die müssen halt einfach halten. So. Und siehe da, die Wäsche duftet. Das ganze Haus duftet nach frischer Wäsche. Das riecht so gut. Also man muss, es zeigt halt, bei solchen Dingen muss man ein bisschen mehr Geld investieren. Und dann fluppt das auch. So, ich habe hier gerade noch ein Überraschungspaket und ein Papierpaket gepackt. Und dann wollte ich euch mal die neue Glossybox zeigen. Und ich muss mir auch mal meine Brille anziehen. Ich kriege nämlich Kopfschmerzen, beziehungsweise ich habe mir gerade Waschpulver ins Auge gestreut. Ja, total dämlich. Also wenn ich jetzt auf dem rechten Auge erblinde, weiß ich zumindest, wo es herkommt. Hier hat der Hund mal dran geschlabbert. Ich habe nämlich, mir ist nämlich beim letzten Mal ein bisschen Waschpulver auf die Wäsche, die am Boden vor der Waschmaschine lag, runtergefallen. Und als ich die Wäsche jetzt aufgenommen und mit Schwung in die Waschmaschine geschmissen habe, ist mir das Pulver ins Auge gespritzt. Und das hat jetzt mein Auge ganz schön gereizt. Ich wollte es aber nicht auswaschen, sonst wäre mein Make-up verlaufen. Ich hoffe, dass ich mit so einer Geschichte mal nie zum Notarzt muss. Der setzt mich dann wahrscheinlich wieder in die Warteschlange ganz nach hinten. So. Kopfschmerzen kriege ich, weil ich war 2 Morgende zu dünn angezogen. Es war abends beim Abendspaziergang noch so warm und die Temperatur war für den nächsten Tag so angekündigt, aber morgens ist es halt noch frisch. Und ich hatte keine Jacke dabei und ich merke, wie sich hier meine Stirnhöhlen auch ein bisschen zuziehen. Ich hoffe, es kommt nichts dabei raus. Ich muss ja mit dem Hund laufen. Ich wollte euch mal eine neue Glossybox zeigen. Das ist echt süß hier. Ich weiß nur noch nicht so recht. Ah doch, pass mal auf. Jetzt zeige ich euch mal was Lustiges. Ich habe sie schon gestern aufgemacht. So, passt auf, das hier ist im Deckel. Ja gut, ihr seht jetzt hier meine Unordnung. Ist ein Spiegel drin. You're beautiful. Du bist zauberschön. Schön. Ansprachen. Du erwacker. Schön. Glossybox ist im Deckel drin. Und dann gab es mal hier solche Schüppchen Aufkleber. Du bist zauberschön. Self-love. You are enough.
For every rainy day there's a rainbow. Self-love, juicy. Glossy Box, do what makes you happy. Das ist natürlich gut, ne? Do what makes you happy. Versuche ich jeden Tag, klappt aber nicht. So. Es gab einen Lippenbalsam. Das ist ein Pflegebalsam. Mm. Also Freunde, ich meine, da muss eine Menge drauf auf so eine Verpackung. Aber wenn man es denn dann so überhaupt nicht lesen kann. How to use. Ach so, es ist nur how to use. Ja, das ist ein farbespendender Lipbalsam, der sich dem pH-Wert deiner Haut anpasst und dementsprechend Farbe produziert. Das heißt, ich habe den drauf. Bei mir wird der pinkig. Ich weiß nicht, was der bei anderen für Farben macht. Wenn man den so auspackt, ist der so hier lila. Der fühlt sich über Stunden, fühlt er sich richtig gut an. Richtig gut. Das ist, ich kann das nicht aussprechen, das ist Mutbalm, aber was das für eine KNDR da unten steht, ich weiß nicht, was man damit macht. Ich glaube, das ist der Name. Keine Ahnung. Es bleibt über Stunden, macht das die Lippen wirklich total weich und ganz angenehm, richtig schön. Und die Farbe ist auch schön, braucht man keinen Lippenstift mehr. Dann, und das werde ich heute Abend machen und genießen, eine Maske, eine Tuchmaske. Und ich liebe Tuchmasken. Mit Niacinamid und Vitamin C für einen makellosen Teint. Eine Ultimate Glow Mask. Da kann man mich mit kriegen. Wirkt porenverfeinert und ich habe sehr große Poren hier in dem Bereich, auch ein bisschen am Kinn und hier oben an der Stirn, also quasi in der T-Zone. Regt die Kollagenproduktion an, ebnet das Hautbild. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man das nicht besser morgens macht, aber wer macht sich denn morgens eine Maske? Ich bin immer ein bisschen bei Kollagen, bin ich immer ein bisschen, aber das regt die Eigenproduktion an, also ist auf jeden Fall eine Einmal-Sache, Paraben- und Silikonfrei. Das finde ich immer gut. Dann ist von Dove eine Handkörper-Gesichtscreme dabei. Die duftet, also die riecht schön frisch. Ich meine, Dove riecht sowieso schön, aber die ist auch schön. Also ich finde, ich habe mir gestern schon mal die Hände damit eingecremt. Die ist jetzt nicht sonderlich reichhaltig. Sie zieht sofort ein. Ist wirklich schön angenehm. Ist also auch eine Originalgröße. Ansprechende Verpackung. Nicht zu viel los. Mag ich. Das finde ich auch gut. Das wollte ich immer mal ausprobieren. Das ist so ein, das ist so eine Scrub. So ein Gummischwamm. Um die, macht man hier so den Finger rein. Und dann kann man so die Bodylotion einmassieren. Macht sich gleichzeitig die toten Hautschüppchen ab. Und massiert das Pflegeprodukt eben ein. Muss ich mal kurz dran gehen. Der Super-GAU. Ich schneide gerade das Video zu. Ach nee, könnt ihr jetzt im Hintergrund nicht sehen. Wir haben Sonntag, den 15. Und ich schneide gerade den Vlog zu und stelle fest, nach meinem Scrub-Bums habe ich nicht mehr weitergefilmt. Ich weiß aber, ich habe weitergefilmt, aber der hat es irgendwie nicht mehr aufgenommen. Das Einzige, was ich euch noch gezeigt hatte, und damit will ich das jetzt auch abschließen, damit das nicht so abgehackt ist, war hier von Kies ein Serum. Das war noch damit drin. Let Me Glow Illuminating Serum. Und Seren finde ich ja immer großartig, weil die trage ich immer unter meiner Gesichtspflege auf, morgens. Und da stehe ich immer total drauf. Ich glaube mehr, doch, da war noch ein, hier von Pixi, noch so ein Bronzer, so ein Doppelbronzer. Den finde ich auch ganz schön. Und der hat hier so einen leichten Glow auch drin. Also, und jetzt kann ich damit auch den Vlog abschließen. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich werde den auch gleich hochladen und der wird dann auch heute noch online gehen. Wie gesagt, ihr könnt euch dann noch schnell heute und morgen für den Basteltreff anmelden, wenn ihr dazu Bock habt. Ansonsten berichte ich euch natürlich in der nächsten Sequenz auch wieder, wie es gelaufen ist und wie es Spaß gemacht hat. Ich war auch beim Friseur, aber habe mir meine Haare heute nicht gemacht, aber man kann den Schnitt zumindest
erahnen. Also sie sind ein bisschen stufig und die Friseurin hat gesagt, die sind deswegen so krüsselig überall, weil ich so 1 Million neue Haare kriege, woher auch immer die kommen. Vielleicht habe ich gerade eine gute Haarseife erwischt, weiß man ja immer nicht. Ne? So, also macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich muss hier mal mein Chaos beseitigen und die Materialpakete für den Basteltreff stehen heute an. Die packe ich jetzt noch und dann grillen wir nachher Fisch. Es gibt Wolfsbarsch. Also ganzen Wolfsbarsch, also 4 ganze Wolfsbarsche vom Grill, vom Holzkohlegrill und dazu ein Salätchen. Und dann ist der Tag auch eigentlich schon wieder um. Ne? Dann machen wir eine größere Hunderunde heute Abend und dann war das. Ne? Macht gut. Tschüss.